Alarm und höchste Not. Ein Hund wurde ausgesetzt, sitzt hilflos angeleint am Straßenrand. Arche 2000 hilft. Die erste Tierschutzorganisation ist das mit eigenem Rettungsdienst. Seit 2 Monaten erst patrouilliert der Service kreuz und quer durchs Ruhrgebiet, rund um die Uhr und kostenlos. Beispielsweise kann es sein, dass Hunde streunen auch, die von zu Hause ausgebüxt sind, die nicht mehr einzufangen sind. Da hatten wir jetzt auch einen Fall, das erledigen wir also auch mit diesem Wagen. Also grundsätzlich alle Notfälle rund ums Tier, die irgendwie auftreten können in jeglicher Form. Angekommen am Einsatzort wird geborgen, versorgt, befreit. Ob dieser Hund, ob Schwan in Seenot oder Vogel mit gebrochenen Flügeln, geholfen wird ohne Wenn und Aber. Vom Fundort geht's dann zum Tierarzt oder ins Tierheim. Die Gegenstände im Erste-Hilfe-Koffer sind ziemlich kurios. Wir haben hier zum einen eine Kletterausrüstung, mit der sich die Retter sichern können, abseilen können für speziellere Fälle. Für Nachteinsätze haben wir noch dieses Nachtsichtgerät. Das ist ein ehemaliges Gerät aus einem russischen Panzer, was jetzt für absolut friedliche Zwecke eingesetzt wird. Es geht dann weiter. Wir sind selbst auf den Wassereinsatz bereit. Wir haben uns einen Schlauchboot führen wir mit. Der Infoservice von Arche 2000 spricht sich mehr und mehr um. Doch bislang kennt die wackeren Helfer aus dem Ruhrgebiet kaum jemand. Deshalb rühren sie kräftig die Werbetrommel, wo immer sie auftreten. Spenden werden dringend benötigt. Wir haben weit über 50.000 Mitglieder und wollen natürlich noch viel, viel mehr Mitglieder oder potenzielle Förderer erreichen, um natürlich noch mehr Rettungswagen ins Leben zu rufen, noch mehr Kooperationspartner zu unterstützen oder noch mehr überhaupt für Tiere zu tun halt. Bislang rollt bundesweit nur ein Wagen, doch im nächsten Jahr sollen 3 weitere Fahrzeuge hinzukommen. In Berlin, Hamburg und in München.